Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu der nächsten FIFA 15 Karriere. Nicht der nächsten, sondern dem nächsten Spiel. Und ja, diesmal ist es wieder eine neue Dreierkette, Viererkette von Serien, die jetzt auf euch zukommen werden. Und zwar, hauen wir jetzt mal wieder richtig auf den Putz. Unser erstes Spiel hier ist jetzt... Was, die 12. Folge ist es jetzt? 12. Folge müsste das hier jetzt sein und wir spielen gegen Hannover. Und wir gehen mal nochmal ganz schnell kurz auf die Tabelle. Gucken mal, wo Hannover im Moment steht. Die stehen nämlich auf dem 13. Dem 13. haben 2 Siege und 4 Niederlagen. Haben schon ziemlich viele Gegentore kassiert. Sind sogar die zweite Mannschaft, zweite Mannschaft mit den höchsten Gegentoren. Und ja, Moment auf dem letzten ist Werder Bremen mit nur einem Punkt in 6 Spielen. Das ist natürlich bitter. Also das muss man klar sagen, dass das bitter ist. Aber wie es auch sei, jetzt habe ich aus Versehen irgendwas gedrückt, weil ich kurz weggeguckt habe. Wie es auch sei, wir gehen mal rein. Und es kam ja bis jetzt noch nichts zurück von wegen... Wer soll spielen, wen ihr sehen wollt und so weiter und so fort. Deswegen machen wir es so, wie wir es nun können. Ja, wie wir sehen, ist ja unser Lewandowski leider verletzt. Das ist sehr, sehr bitter. Das kann man so sagen. Und wir haben jetzt Pizarro mal vorne drin. Ich glaube, wir machen mal den Müller vorne rein. Wir wollen gegen Hannover natürlich groß zeigen. Links machen wir mal den... Kann der linkes Mittelfeld spielen? Ich muss selbst so reingucken. Das sehe ich, glaube ich, gar nicht anders. Ja, er kann linkes Mittelfeld. Was? Der hat 4 Star Skills? Boah, krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, dann... Ups, das wollte ich auch nicht. Ja. So, dann holen wir mal den Mitchell Weiser auf die linke Seite heute. Er wird mal zeigen, was er kann. Der Rest sieht gut aus. Boateng bräuchte vielleicht mal eine klitzekleine Pause. Martinez ist ja wieder da. Und rechts können wir keinen hinmachen. Da muss der Rafinha leider durch. Denn wir suchen ja dann am Ende natürlich jemanden. Jetzt muss, nein, das wollte ich nicht. Ich will das ausstellen. Kann ich das ausstellen hier irgendwo? Spieleinstellungen? Nee. Oder? Ja, ich stelle direkt mal die Kommentatoren aus. Ich glaube, das kann ich hier gar nicht einstellen. Kacke. Weil jetzt laber ich hier die ganze Zeit und dann hört meine Kinect zu. Da müssen wir das Ingame, glaube ich, machen. Machen wir Ingame. Wir kommen wieder zurück in die Allianz Arena. Und ich werde mal wieder versuchen, diesen Tor-Sound mal wieder reinzubringen. Denn schließlich... Hatten wir den im letzten Heimspiel, glaube ich, sogar komplett vergessen. So, direkt reinspringen, direkt Pause. Muss ich hier direkt mal, hier kann man noch irgendwo Einstellungen. Und dann hier Kinect-Einstellungen, Grundeinstellungen. Aus, sehr gut. So, dass der Schiri uns natürlich nicht hört. Bei wem denn fluchen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn ihr flucht. Wenn Kinect an ist. Dann kommt es sogar manchmal dazu, dass der Schiedsrichter das hört und ihr kriegt eine böse, böse Nachricht von dem Vorstand. Das ist natürlich nicht immer so prickelnd. Aber wir sind sehr gespannt. Wir kennen ja jetzt mittlerweile die Einläufe und so, deswegen machen wir jetzt einfach mal hinne und kommen zum Spiel. Es werden ja jetzt wieder ein paar Spiele vorproduziert. Deswegen schauen wir mal, was das heute so bringt. Mal gucken, wie Müller sich vorne jetzt als Sturmspitze integriert. Man kennt ihn ja schon. Oh, macht erstmal da einen kleinen Trick. Der nennt sich den Delfin. Kennt man vielleicht aus der ein oder anderen TV-Serie schon. Götze bleibt erstmal stehen. Jetzt schickt er Müller. Müller zieht nach innen und versucht mal den Finesse. Hätten vielleicht noch ein bisschen reinlaufen können. Aber na gut, so ist es halt. So, jetzt kommt, Leute. Wir müssen auf jeden Fall das Spiel hier gewinnen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich glaube, da gibt es keiner, der einen Einwand hat. Schweinsteiger. Alaba.
Da kommen wir ohne Dusch. Schade. Hätten wir vielleicht nicht so machen sollen. Es hat sich bis jetzt noch, glaube ich, keiner beschwert, dass er unbedingt spielen will oder muss oder sonstiges. Das ist auf jeden Fall immer gut. Das habe ich geahnt. Natürlich wollen wir gucken, dass alle glücklich bleiben. Und ich habe einen Vorschlag. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Meine Stimme geht langsam weg, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, wenn ich diese Saison fertig habe, und wir haben natürlich noch Zeit, noch jede Menge Zeit, wenn ich die Saison fertig habe, dass wir dann vielleicht sogar, das war knapp, dass wir dann vielleicht sogar einfach gucken, was in der nächsten Saison so für Jobs da sind. Und dass wir dann einfach in eine andere Liga gehen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir dann Anfang nächster Saison in eine andere Liga gehen sollen. Oder ob wir einfach bei den Bayern bleiben sollen. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Das würde mich echt interessieren. Aber es kommentieren so wenige Leute. Ihr müsst mal mehr kommentieren. Dann habe ich auch irgendeinen Anhaltspunkt und Müller macht das Ding. Oh, ich muss mal trinken hier. Schon viel besser. Ah, Müller macht das 1:0 in der 12. Minute hier. Mit dem Kopf. Ich glaube, alle drei unserer Stürmer können gut Kopfballtore machen. Lewandowski, Pizarro und Müller. Weil Müller ist da schon... Ja, eine Sturmspitze kennt man ja auch von der Nationalmannschaft und so weiter. Und daher glaube ich schon, dass das gut ist. Da schreibt mir gerade der liebe U-Bahn-Harzer. Ich glaube, den kennt ihr auch noch von der Ultimate Team Session, die ich aufgenommen habe. Dazu kommt natürlich dann auch noch demnächst weitere Videos. Da will ich euch nichts vorenthalten, obwohl ich schon wieder ein paar Spiele gespielt habe. Aber ich kann nicht immer online aufnehmen. Deswegen versuche ich dann immer, wenn es geht, dass ich dann auch aufnehmen kann. Aber ja, egal. Wir spielen jetzt hier weiter. Und gucken mal, Lahm sieht Müller. Müller kann sich aber nicht durchsetzen. Oh, was, das war schlecht von Alaba. Keine Ahnung, was der da macht. Keine Ahnung, was der da macht, du. Komm schon. Ja, die geben gut Gas hier. Die Männer aus Hannover. Ja, das war sehr gut geklärt von dem Hannoveraner da. Ein Quatsch. So, den hat Neuer sicher. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier so draus machen. Wir sind 1:0 in Führung. Zu Hause, im Regen. Im regnerischen Allianz Arena Stadion. Wie auch immer. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Neuer, heieiei. Mir nicht so Angst hier hinten. So, Robin. Den haben wir auch schon lange nicht mehr laufen sehen. In diesem Spiel noch gar nicht. Dafür aber Lahm und da kommt Panda dazwischen. Ja, Foul von uns. Bayer Leverkusen, Bellarabi, 25. Minute 1:0 gegen Paderborn. Ja, gegen Paderborn, das war ja auch schon ein Spiel. Das ging ja wirklich zur Sache da. Falls ihr das Spiel verpasst habt, schaut einfach in die Playlist. Ein Link zur Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. So, Beisam. Schweinsteiger, wir gehen immer zu, wir nehmen den Ball immer viel zu verkehrt an. Oh, Martinez, macht keinen Blödsinn jetzt. Ja, Rafinha. Uff, das ist böse. Ich hoffe, dass das keine rote Karte gibt. Okay, es gibt nur eine gelbe. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn wir hier eine rote Karte bekommen hätten. Das wäre natürlich nicht so prickelnd gewesen. Und keine Chance, an Neuer vorbeizukommen. Das geht auf jeden Fall nicht. So, Robin. Robin, lauf doch mal, Junge. Uiuiui, ja. Das kennt man, den fliegenden Holländer. So, Robin... Ach, Schweinsteiger, was machst du da, mein Freund? Jetzt mal lahm.
Lahm, Schweinsteiger, komm, hol ihn dir. Das ist Edgar Priebe. Bamba. Und Rafinha hat schon gelb. Der muss jetzt ein bisschen aufpassen. Weil wenn er rot kriegt, wir haben keinen rechten Verteidiger, den er ersetzen kann. Natürlich können wir dann Boateng, Badstuber oder so auf die rechte Seite machen. Das geht schon. 1-0 für Hamburg gegen Dortmund. Marcel Janssen. Da hören wir auch schon die Fans. Die werden auch schon bekloppt hier. Die können es kaum glauben. Aber Hamburg scheint hier besser auf jeden Fall zu spielen als im echten Leben. Ja, das hätte ich ahnen sollen. Also wir haben gerade überhaupt keinen Zug nach vorne. Also das, Hannover macht das im Moment gut. Jetzt aber vielleicht mal über Götze. Nein, der legt den Ball zu weit vor. Schmiedebach. Oh, Schweinsteiger kriegt den Fuß dazwischen. Und ja, Müller macht da einfach mal gar nichts. Der liegt da einfach nur mal. So, jetzt gibt's irgendwas. Alle gucken sie nochmal auf. Was ist denn jetzt hier? Ausblenden. Ausblenden. Ja. Jetzt seht ihr auch mal, dass die Kinect überhaupt nicht hört, wenn man was sagt. Denn ich habe jetzt überhaupt nichts mit dem Wort von der Konsole gesagt. Aber okay, gelb für Lahm hier. Das ist natürlich ziemlich bitter. Erste Halbzeit gleich rum. Jetzt aber mal Robben. Komm, spule dich mal, mein Junge. Robben! Er versucht mit rechts. Warum mit rechts? Ich laufe doch extra schräg an, damit er mit links schießen kann. Und dann schießt er trotzdem mit rechts. Ich glaube, der ist heute zu gut drauf, dass er versuchen will, mit rechts ein Tor zu schießen hier. Und da wird erstmal geklärt. Jetzt ist kein Schwein hier. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis jemand kommt. Da kommt schon wer. Rafinha. Da kommt die Flanke, kriegt Müller sein zweites Kopfballtor in diesem Spiel. Sauber gemacht. So muss das sein. Einwurf von Robin, Rafinha und dann zack. Die Flanke, Kopfballtor. Das ist optimal, so soll das auch laufen. Zweites Tor für Thomas Müller. Wow, das waren seine ersten zwei Tore hier in der Bundesliga. Saison für ihn. Das ist natürlich immer schon ein bisschen heftig, du. Du heftig. Du bist so heftig. Oh yeah. Lahm auf Götze. Und da ist Mitchell Weiser. Müller läuft. Müller läuft. Müller verliert den Ball gegen Schulz. Aber kriegt ihn wieder. Es ist nur kein Schwein in der Mitte außer Robben. Der kommt aber nicht dran. Das wäre es ja gewesen. So. Aber zwei grandiose Kopfballtore. Was macht Robben da? Warum läuft der rückwärts und geht nicht zum Ball? Manchmal, Mann, diese Engine. Die macht doch manchmal einfach, was sie will. Robben. Müller. Oh. Das wäre es gewesen. Ein Hattrick mit dem Kopf und das in der ersten Halbzeit. Das ist aber jetzt die Ende der ersten Halbzeit. Ja, da sehen wir Robben und Schweinsteiger. Wir gucken mal gerade die anderen Ergebnisse. Bayern 04, Leverkusen führt 2-1 gegen Paderborn. Dortmund verliert zu Hause gegen Hamburg 1-0. Frankfurt unentschieden gegen Köln 1-1. Hertha unentschieden gegen Stuttgart 1-1. Hoffenheim 1-1 gegen Schalke. Bremen 1-1 gegen Freiburg. Das wäre der zweite Punkt für Bremen, wenn sie das unentschieden spielen. So. Gucken wir mal, was wir hier am Anfang direkt schon machen können. Können wir Müller ein bisschen danceln hier. Oh, Götze, Götze, Götze. Mal langsam. Lahm. Götze, Müller. Schön gemacht, Götze. Ja, versucht mal ein kleines Schüsschen. Und das gibt Eckball. Eckdudball. Für uns. So, hauen wir direkt mal drauf hier. Aber das Ron Robert Zieler. Der ist dann da. Götze. Ah, schade. Wir können auch nicht einfach immer so durchlaufen. Das muss man so schon sagen. Schweinsteiger läuft sich nicht frei genug, aber da ist Mitchell Weiser. Ah, Mitchell Weiser. Hab da was Kleines versucht, aber es hat nicht ganz hingehauen. So, wer kommt? Oh mein Gott, warum wirft er denn da hin? Aber Götze kann mal einen Abschluss machen, aber
Es landet nicht im Tor. Bernat hier passt ein bisschen auf. Götze, was macht der denn da? Der ist aber heute auch wirklich lahm unterwegs. Lahm unterwegs. Der ist wirklich langsam heute. So, wir holen mal Bernat hier raus. Das Tier. So, lahm und klar, wir könnten natürlich auch lahm immer rechts spielen, aber zentrales defensives Mittelfeld ist schon gut für ihn. Er hat sich ja jetzt eingespielt auf diese Position, da will man ihm den Spaß an dieser Position natürlich nicht nehmen. Und jetzt kommt Robben, jetzt kommt Robben, jetzt kommt Robben. Und er macht es ganz frech. Er macht es mit der Hacke. Das ist Robben. Der freche Holländer macht das 3:0 für die Münchner. Da muss man nochmal genau drauf gucken, wie schön er das mit der Hacke gemacht hat. Ja, ja, ja. Der Robben, jetzt war ich gerade längere Zeit gerade ruhig. Aber das war schon heftig, du. Robben mit der schönen Hacke, du. Ja, das geht in Ordnung. Das kann man so lassen. So, Müller kommt. Zieh an dem Dreck, oh, zieh, Junge. So, Philipp Lahme. Oh, Rafinha rauscht einfach mal vorbei. So, oh, schön aufgepasst von Bastian Schweinsteiger, the Pig Rider. Kann man fast so sagen. Wie die Engländer es bezeichnet haben, the Pig Rider. Boah, Schweinsteiger, komm, den musst du da umnocken. Rafinha. Rafinha und 2:1 in Hamburg. Komm, der. Oh, was war das denn, Rafinha? Erst flankt er zu spät und dann noch so hässlich. Also, das ist faul. Klares Foul von Bernat hier. Wechsel kommt, Prip geht raus. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer reinkommt. Aber das ist auch ein Zeichen für uns, dass wir wechseln. Und zwar, Götze gefällt mir heute gar nicht. Deswegen bringen wir mal Alonso rein. Und Alonso wechseln wir mal mit Schweini. Denn hier kommt mal Rode und dann lassen wir mal jetzt gerade so. Dann holen wir mal Schweini als Zentraloffensives und bringen mal Alonso rein für defensives Mittelfeld. Und natürlich dann Rode, also wir wechseln jetzt das komplette defensive Mittelfeld aus. Lahm, damit er ein kleines Päuschen kriegt, weil den werden wir auch öfters noch gebrauchen. Deswegen will ich ihn nicht immer zu müde haben. Oh ja, Bodycheck hier, volle Kanne. So, mal gucken, wie Schweinsteiger sich hier als offensives Mittelfeld agiert, da sehen wir Mitchell Weiser, der einen Foul begeht. Da wollte ich eigentlich was anderes machen, aber das hat er nicht angenommen. Aber okay, man kann nicht immer das haben, was man sich wünscht, ne? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Oh, komm mal, schade. So. Robben kommt da nicht hin. Rode. Ach, Rode. Schön gemacht. Jetzt Robben schicken. Robben. Robben. The pace is real. Müller. Oh, Mitchell Weiser, was machst du da, Junge? Da musst du hin. Nicht nur zugucken, wie der Ball auf dem nassen Raben neben dir herhopst. Das geht so nicht. So, jetzt tun wir mal den Manuel Neuer. Was macht der da? Ja, keine Ahnung, was er da für einen Kack macht, ey. Das gibt's doch nicht. So, komm schon. Nein, das wollte ich nicht. Da bin ich aus Versehen jetzt drauf gekommen. So, wir wechseln jetzt nochmal gerade, da der Ball eh ins Ausgeht, unser letzten Mann aus. Und es wird wohl auch Schweinsteiger sein. Da bringen wir jetzt mal Shaqiri. Da haben wir das Dreieck in der Mitte komplett ausgewechselt. Dann bleibt Müller mal komplett im Sturm für dieses Spiel. Normalerweise wechsle ich ja auch immer noch den Stürmer aus, aber ich glaube, das Mittelfeld jetzt auszuwechseln ist ganz in Ordnung. Das hier hasse ich immer.
Wenn da ein Abwehrspieler da auf der Seite steht, heißt entweder passt er zu dem Abwehrspieler oder er passt zu der Mitte zum Abwehrspieler. Schon wieder ein Foul. Eieiei, wir faulen aber heute sehr oft. Aber es müllert in Hannover, oder nein, in Hannover, es müllert in der Allianz Arena. Es müllert gegen Hannover, so kann man sagen. Da schreibt er schon wieder. Ja, ich habe eben bei der Wiederholung, deswegen war ich kurz ruhig. Da habe ich über Smart Glass, dem U-Bahn-Harzer, gerade geantwortet. Deswegen nicht wundern. Müller, Rode. Gibt noch nicht sein erstes Tor. Ah ne, das war gar nicht Rode. Jetzt ist Rode und er trifft den Pfosten. Das war Weiser eben. Nicht Rode. Ja, die klären einfach mal jetzt aus. So geht's auch. Ja, Jungs. Bewegt euch mal ein bisschen. Also das ist immer gut für die Figur. Oh, was macht der denn da? Wollt der einen Flugkopfball machen? So hat's nämlich ausgesehen. Ich glaube, Alonso wurde da gerade noch ein bisschen... Oh Mann, ich drück gerade echt viel zu falsche Knöpfe. Hertha BSC 2:1 gegen Stuttgart durch Solomon Kalou. Oh, was war das denn? Schlägt den Ball voll mit der Hand runter. Nee. So geht das hier nicht, meine Freunde. So, Robben spielt heute auch das ganze Spiel mal ohne seinen Kompane auf der anderen Seite, Ribéry. Ach, Rode. Rode ist der hellste auf dem Platz. Kann man so sagen, von der Haarfarbe her. Also es gibt noch eine hellere Haarfarbe, aber ich sehe keine. So, Rafinha muss jetzt ein bisschen aufpassen. Es ist zwar 3:0, aber trotzdem. So, Rafinha. Jetzt mal die Kontermöglichkeit. Unser alle laufen so rückwärts. So, machen wir mal hier über Robben. Schön gemacht von Robben. Robben und Arjen. Robben Pfosten. Shaqiri kommt nicht rein. Das gibt's doch nicht. Wäre das 4:0 gewesen. So, Robben mit der Flanke, wollte ich schon sagen. Mit dem Eckball. Auf Rode, aber der kommt nicht an. Was kann Hannover hier noch machen? Wir sind klar unterlegen. Shaqiri. Ui. Uiuiui. Kann man auch mal versuchen, so einen schönen Longshot. Aber man muss sagen, Hannover hat jetzt nicht viel gemacht. In der ersten Halbzeit waren sie wesentlich stärker. Hier lassen sie gerade zu viel durch. Ja, Rode, los, beweg dich. So. Ah, schönes Passspiel hier. Auch Shaqiri. Der kommt damit auch noch durch. Shaqiri, ja, versucht einfach mal abzuschließen, aber kommt da nicht durch. Mitchell Weiser hat man nicht viel von gesehen heute. Vielleicht fühlt er sich doch nicht so wohl auf der linken Seite. Man weiß es ja nicht. Kann ja alles sein. Shaqiri nochmal auf die Mitte auf Thomas Müller. Der springt aber viel zu früh. Und das war das Spiel. Wir gewinnen 3:0 zu Hause. Der nächste Sieg in unserer Siegesserie. Müller hat wieder gemüllert. In der Allianz Arena, da stehen unsere Fans auf. Sehr gutes Spiel. Im Gesamten waren wir klar überlegen. Von daher, da sehen wir nochmal die Ergebnisse. Dortmund hat tatsächlich gegen Hamburger SV verloren. Bremen hat auch verloren. Das heißt, die kriegen wieder keinen Punkt gegen Freiburg. Bleiben mit einem Punkt unten. Dortmund rutscht runter auf den 4. Und ihr seht, Hamburg ist auf dem 3. Das ist schon mal ziemlich krass. Und so unser nächstes Spiel ist dann auch gegen Werder Bremen. Scout ist da und arbeitsbereit. Stimmt. Siehst du, das hätte ich jetzt fast vergessen. Den schicken wir nochmal gerade raus. Hier, der eine. Wo wollen wir den denn rausschicken? 3-Star, 4-Star, den schicken wir mal. Jetzt weiß ich gar nicht, wo haben wir die anderen? Die anderen, einer ist in der Niederlande, einer ist in den USA. Wir schicken den anderen mal nach Deutschland. Komm, wir schicken den direkt mal hier in die deutsche Stadt. In die deutsche Stadt. Und dann gucken wir mal, was wir für jugendliche Jungs noch bekommen. Das würde mich interessieren. Und, ja. In dem Sinne würde ich sagen, hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Lasst mir ruhig mal einen Daumen da. Davon kriege ich irgendwie immer viel zu wenige. Und kommentiert mal auch ein bisschen. Und
Ja, ich beantworte eigentlich jedes Kommentar, was bei mir auf dem Kanal kommt. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel gegen Werder Bremen. Bis dahin und ciao.